Ich wechsle jetzt zurück ins Deutsche, back to German. Wir bleiben beim europäischen Gedanken. Wir wollen jetzt allerdings mal zu unseren österreichischen Nachbarn schauen, zu unserem Partnerland der diesjährigen Smart Country Convention 2021. Wie genau die Digitalisierungsstrategie im Alpenland abläuft, was wir eventuell da auch lernen können, was uns unterscheidet, das erklärt uns jetzt Margarete Schramböck. Sie ist Bundesministerin für Digitalisierung, Wirtschaftsstandort der Republik Österreich. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen. Los geht's. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen, ich heiße Sie recht herzlich willkommen bei dieser Smart Country Convention. Ich freue mich natürlich als Digitalministerin von Österreich, dass wir hier heute Partner sein dürfen. Die Digitalisierung beschäftigt uns in der Covid-Krise und auch danach. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass uns die Digitalisierung durch diese Covid-Krise geholfen hat. Wir möchten uns nicht vorstellen, wie es war oder wie es gewesen wäre, wenn wir die Digitalisierung nicht gehabt hätten. Es geht auf der einen Seite darum, dass wir die jungen Menschen in dieser Phase mitgenommen haben im schulischen Bereich. Es geht darum, dass die Strukturen weiter aufrechterhalten geblieben sind, vor allem im Bereich der Wirtschaft. Die KMUs und die Leitbetriebe, dass sie gut durch diese Krise für Europa gekommen sind. Ganz wesentlicher Punkt ist ganz, dass wir hier drei Themen mit hineinbringen. Das eine ist das Thema Verwaltung, das andere ist das Thema Gesellschaft und das dritte ist das Thema der Wirtschaft. Alle drei Themen decken Hallo, wir in ich hatte leider Österreich nicht mehr die massiv Gelegenheit, ab. Und diese Themen decken wir für die Zukunft Österreichs, aber auch für die europäische Zukunft im Digitalbereich entsprechend ab. Das erste Thema ist das Thema der Verwaltung. Eine digitale Verwaltung ist wichtig. Wir brauchen einen Partnerstaat und nicht einen Staat, der die Menschen kontrolliert. Das unterscheidet Europa und Österreich ganz stark von anderen Märkten, wie wir sie zum Beispiel in Asien sehen. Wir stehen ganz klar dafür, dass die Digitalisierung in der Verwaltung den Menschen weiterhelfen soll, ihr Leben leichter machen soll, dass Behördengänge einfach von zu Hause aus machbar sind. Das haben wir auch geschafft. Wir haben eine große Plattform Österreich GVAT, die von über 3 Millionen Menschen pro Monat benutzt wird und auch eine mobile Lösung, eine Applikation, das Digitale Amt. Das bauen wir konsequent weiter aus. Es geht darum, dass Sie beim Zähneputzen übersiedeln können, dass Sie Ihre Wahlkarten beantragen können und dass wir uns hier durch jeden einzelnen Behördenweg durcharbeiten, um gemeinsam das Leben der Bürgerinnen und Bürger in Österreich leichter zu machen. Und das gilt natürlich auch für Europa. Das müssen wir auch für Europa schaffen. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist, dass die digitale Verwaltung einfach sein soll, auch für Unternehmen. Nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, sondern ein leichter Zugang für Unternehmen, ein Single Point of Contact. Das ist das Wesentliche für vor allem die mittelständischen Unternehmen Europas. Und sie machen nicht nur ja, unsere Wirtschaft aus und sind der größte Arbeitgeber über ganz Europa, sondern sie machen auch unsere Kultur aus. Und darum müssen wir bedenken, wenn wir in diese Richtung arbeiten, dass wir auch die mittelständischen Unternehmen hier immer mitnehmen und ihnen leichten Zugang zum Behördenwegen ermöglichen. Das ist harte Arbeit, das passiert nicht von heute auf morgen. Und viele Länder in Europa haben eine lange Tradition in den Amtswegen. Nicht jedes Land ist auf der grünen Wiese gebaut, aber es muss auch möglich sein, für Länder mit langer Geschichte dies zu verwirklichen. Das verlangen unsere Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen auch von uns und das macht uns wettbewerbsfähig. Ein zweiter großer Punkt ist das Thema Wirtschaft. Ich habe es schon angesprochen, es geht darum, mittelständische Unternehmen mitzunehmen, KMUs. Das ist für Deutschland, für Frankreich, für Italien, für Österreich, für alle Länder in Europa wichtig. Sie dürfen wir nicht zurücklassen in dieser digitalen Reise. Es geht nicht nur um die großen Leitbetriebe, es geht nicht nur um die Konzerne und die internationalen Unternehmen, sondern es geht gerade um diese digitale Transformation
der KMUs. In Österreich haben wir dafür zahlreiche Programme aufgestellt, um sie mitzunehmen. Ein KMU digital und spezielle Förderungen für zum Beispiel den Bereich E-Commerce oder andere Themenbereiche, die hier aufholen müssen. Es ist wichtig, dass wir hier Rahmenbedingungen schaffen, dass es einfach ist, als KMU bei dieser Transformation mit dabei zu sein. Und ein dritter ganz wesentlicher und großer Punkt ist das gesellschaftliche Thema. Es sind die jungen Menschen und auch die Erwachsenen. Niemand von ihnen dürfen wir in dieser Reise, dieser digitalen Reise, zurücklassen. Es sind vor allem die Jugendlichen, die Kinder in den Schulen, die die gleichen Chancen haben sollen. Es soll keine Rolle spielen, welchen familiären Hintergrund ein Kind hat, ob es mehrere Geschwister gibt oder weniger, wie viel Einkommen die Familie hat. Deshalb haben wir uns in Österreich entschieden, dass wir alle Kinder ab 11 Jahren mit mobilen digitalen Endgeräten ausstatten. In Österreich ist das Schulbuch gratis und das war wichtig, auch für jemanden wie mich, diese Ausbildung machen zu können. Deshalb ist es wichtig, dass die Kinder ihre eigenen Endgeräte bekommen, dass sie mit diesen arbeiten können. Und da geht es nicht um die Kommunikation, das brauchen sie uns nicht beibringen, das können sie, oder das brauchen wir ihnen nicht beibringen, das können sie schon selbst, sondern worum es geht, ist, dass sie damit kreativ arbeiten können und jedes Kind dieselbe Chance hat, egal in welche Familie und welchen Hintergrund es hineingeboren ist. Vor allem die jungen Mädchen, dass sie mit diesen Arbeitsgeräten spielerisch das Coden lernen und so es gar keine Rolle mehr spielt später, ob sie ein junger Mann oder eine junge Frau sind, sondern dass sie intuitiv, weil sie es in der Schule schon gelernt haben, auch in die technischen Berufe gehen. Es ist ganz wesentlich, dass wir auch die Erwachsenen mitnehmen. Die Bildung, die digitale Bildung ist wichtig für jeden, der im Berufsleben ist, egal welchen Beruf er oder sie hat. Und darum ist das auch ein wichtiges Programm in Österreich. Und nicht zu vergessen die ältere Generation, die wir auf diese Reise ebenso mitnehmen wollen, die wir hier begleiten sollen und ihnen helfen sollen. Hierfür haben wir Programme wie digitale Cafés aufgebaut, dass wir diese ältere Generation auch auf unsere digitale Reise mitnehmen. Im Mittelpunkt steht immer der Mensch und das sollen wir uns immer vor Augen führen. Es soll das Leben der Menschen leichter, einfacher, gesünder und auch spannender werden durch die Digitalisierung. Es ist kein Unwort, das uns abschrecken muss, sondern etwas, das uns in den letzten Jahrzehnten das Leben einfacher und auch besser gemacht hat. Es kommt ganz darauf an, was wir als Menschen daraus machen. Und die Politik hat die Aufgabe, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Wettbewerbsfähigkeit für Europa möglich ist, dass junge Menschen, wie wir sie zuerst gesehen haben, dass die hier alles tun können, was sie sich wünschen, Unternehmen gründen, in Unternehmen großartige Jobs haben. Das beides müssen wir erreichen. Den Klimaschutz auf der einen Seite und die Digitalisierung auf der anderen Seite sind die zwei Seiten ein und derselben Münze. Und dabei spielt Innovation eine wichtige Rolle. Innovative Länder und innovative Kontinente werden in Zukunft die Welt prägen und die großen Themen dieser Menschheit lösen können. Ich bin überzeugt, dass die smarten Länder Europas ganz vorne mit dabei sein können. Aber wir müssen gemeinsam im Schulterschluss hart daran arbeiten, dass das möglich wird. Für unsere Zukunft, für die Zukunft unserer Kinder und unserer Enkelkinder. Dafür tun wir es, dass sie sowohl saubere Luft atmen können, als auch eine wirtschaftliche Zukunft haben. Herzlichen Dank.